Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung T1. Wir sind inzwischen bei der 22. Vorlesung in diesem Semester angekommen. Nochmal zur Rekapitulation, wo wir sind. Wir hatten das Kapitel Elementares mit den Unterkapiteln Bahnkurve, Newtonsche Axiome, das beschleunigte Bezugssystem und den Erhaltungsgrößen behandelt. Recht ausgiebig. Wir werden noch auf einige Sachen hier zurückgreifen. Im zweiten Kapitel haben wir die Mechanik nach Lagrange besprochen. Und hier insbesondere zuerst die Randbedingungen, dann die Euler-Lagrange-Gleichungen und dann die Symmetrie im Sinne von Noethers Theorem. Wir sind zuletzt in dem Kapitel der Mechanik nach Hamilton vorgestoßen und hatten hier zunächst die Hamiltonschen Gleichungen oder die kanonischen Gleichungen besprochen. Danach die kanonische Transformation eingeführt und dann die Poisson-Klammern. In diesem Kapitel befinden wir uns aktuell in dem Kapitel der Poisson-Klammern. Und ich würde das gerne heute abschließen und ich hoffe, wir kommen dazu und dann ein neues Kapitel eröffnen, was Sie sich vorstellen können als anderes oder Verschiedenes. Und zwar wollen wir insbesondere hier auch noch das Zweikörper-Problem angehen. Eventuell auch noch den Oszillator, also Schwingungen. Und dann wollen wir, so wir es schaffen, auch in die relativistische Mechanik kommen. Oszillator und Relativistik, das müssen wir schauen, wie wir das gewichten. Es wäre schön, die Relativistik wirklich zumindest noch anzuschneiden. Wir hatten ja des Öfteren auch Beispiele aus dem harmonischen Oszillator. Also wenn Sie so wollen, haben wir das auch schon ein bisschen behandelt. Auch das Zweikörperproblem hatten wir in Beispielen im ersten Elementarteil, vor allem mit dem Flächensatz, auch schon besprochen im Zusammenhang mit den Erhaltungsgrößen. Also dieses Kapitel Verschiedenes ist so ein bisschen eine Art ein Nebenkapitel in dieser Vorlesung. Das sind natürlich wichtige Themen. Aber ich habe eben im Rahmen dieser Vorlesung die Kapitel 1, 2, 3 hier priorisiert. Ja. Das meine ich auch im Sinne von Prüfungsrelevanz. Also Kapitel 1, 2, 3 sind wirklich der Kern dieser Vorlesung. Das ist mein Hauptinteresse, dass Sie da wirklich Ihr Verständnis vertiefen. Und Kapitel 4 ist ein bisschen behandle ich ein bisschen stiefmütterlich. Ich sollte erwähnen, wir haben ja in der Prüfung dann auch Teile, die von den Übungen inspiriert sind.
Hier ist das Zweikörperproblem jedoch relevant. Ja? Also Sie sollten jetzt nicht das Kapitel 4 ganz löschen. Insbesondere ist jetzt relevant für Sie, für das erste Examen und auch in Absprache mit meinen Übungsleitern, also für das erste Examen berücksichtigen wir, was Sie behandelt haben in den Übungen bis Blatt 12 inklusive. Und bis zu diesem Blatt werden Sie auch in den Übungen benotet. Ja. Es wird dann noch ein Blatt 13 geben, das in den Übungen fakultativ ist, also für Übung. Benotet. Ja. Das nehme ich. Für erstes Examen relevant bis Übungsblatt 12. Blatt 13 ist für die Übungsveranstaltung fakultativ. Und ist jedoch relevant, nicht notwendigermaßen, aber kann relevant sein für Examen, Wiederholungsprüfung, also Examen 2, 3 oder 4 relevant sein. Apropos, die Daten für die Wiederholungsprüfung, Daten für alle Examen, soweit sie bis jetzt bekannt sind, sind auch auf der Moodle-Page ganz oben angegeben. Ich denke, es ist zu empfehlen, den Examenstermin 1 oder 2 wahrzunehmen. Ich würde den ersten Termin Ihnen empfehlen, wenn diese Vorlesung einfach für Sie war, wenn diese Übungen einfach für Sie waren, dann denke ich, ist vom Studium strategischen Gesichtspunkt her, denke, ist meine Meinung, dass Sie am besten fahren, den Stoff quasi gleich abzuprüfen, dann sind Sie das los und können sich auf das nächste Material konzentrieren. Wenn Ihnen hier Schwierigkeiten begegnet sind, ja, wenn Sie Mühe hatten, dann möchte ich es Ihnen sehr ans Herz legen, die Semesterferien zu nutzen, um das Material ausgiebig zu studieren. Ursprünglich sind ja die Semesterferien dafür da, dass Sie eben sich auf Examen vorbereiten. Und das ist nicht gedacht als sechswöchige Pause, um am Strand zu liegen. Das, denke ich, ist auch eine faire Art und Weise, damit umzugehen, dass der Stoff für manche von Ihnen schwieriger ist und für andere leichter. Wenn es für Sie schwieriger ist und wenn Sie also in diesen sauren Apfel beißen müssen oder wollen, dann möchte ich Sie ermutigen, dass quasi alle sind da durchgegangen. Für die allermeisten ist es schwierig, wenn Sie diesen Stoff zum ersten Mal sehen.
Sie sind nicht der Erste, dem das begegnet. Da möchte ich Ihnen auch Zuspruch geben, dass Sie sich nicht entmutigen lassen von der Füllmenge. Als ich Student war die Informationen mich manchmal überwältigten, war unter uns Kommilitonen gab es den Spruch Mut zur Lücke. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie hier Sachen auslassen sollten, aber es ist natürlich so, in einem Examen kann auch nicht alles geprüft werden. Also da ist auch durchaus ein bisschen Freiraum effektiv und es geht einfach darum, dass Sie sich seriös und intensiv mit dem Stoff beschäftigen. Denken Sie des Weiteren daran, dass Noten etwas sehr Willkürliches an sich haben. Natürlich testen die sehr gut ihre technischen Kenntnisse, aber es gibt viele Studien, die zeigen, dass man zum Beispiel, wenn man sich besonders stressen lässt, wenn die Persönlichkeit so geartet ist, dass man sich stressen lässt, dass man dann deutlich schlechter performiert, also deutlich schlechtere Ergebnisse hat. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, wie intelligent man ist oder wie gut man den Stoff da kennt. Man kann auch oft die Intuition zum Beispiel, die man entwickelt hat, nicht sehr gut prüfen. Und es ist genau diese Intuition, die später zum Beispiel im Forscherleben einen großen Unterschied machen wird. Also man muss diese Prüfung meiner Meinung nach auch in dem richtigen Kontext sehen. Und ich hoffe, dass Sie also da gut durchkommen. Hier gibt es eine Frage im Goldstein. Gibt es so Herleitungsaufgaben? Ja, so kann man sich das vorstellen. Also wir haben auch hier in der Vorlesung öfter Sachen hergeleitet. Ja, wenn ich dann gesagt habe, jetzt zeigen wir das oder wir begründen das. In diesem Sinne sind Herleitungen gedacht. Und wir testen da natürlich auch, Sie sollen ja ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, Sie können, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob jetzt ein Schritt trivial ist, sodass Sie ihn auslassen können, dann schreiben Sie ihn im Zweifelsfall aus, damit wir nicht den Eindruck haben, dass Sie jetzt einfach hier zu einer auswendig gelernten Lösung springen. Aber es geht auch ein bisschen um diese Intuition, ja, das Gefühl zu entwickeln, dass man nicht wirklich jeden trivialen Schritt ausbuchstabieren muss. Also das ist quasi ein bisschen auf ein höheres Niveau, sie zu heben, ist ja auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Also ja, dann gibt es noch die Frage mit den Rechenbeispielen im Vergleich zu den Übungsblättern. Also ich möchte Ihnen vorschlagen, also es gibt ja so Faustregeln, wissen Sie, wenn der Assistent, der die Übung gemacht hat und die dann durchrechnen muss, und es dauert 10 Minuten, dann gehen wir davon aus, dass Sie um einen gewissen Faktor langsamer sind. Und so können wir das ganz gut abschätzen. Also Sie sollten sich da keine Sorgen machen. Insgesamt von der Prüfungszeit haben wir ja so 2,5 Stunden. Es ist grob zeitlich dann gedrittelt, je nach diesen 3 Teilen auch, was wir da von Ihnen erwarten. Und natürlich sind das ja so Daumenregeln und es hängt ja natürlich auch von Ihnen individuell ab. Wenn die Wissensfragen zum Beispiel, wenn Sie das alles auswendig können, dann sind Sie ja ganz schnell durch. Wenn Sie sehr, sehr schnell rechnen können, dann sind Sie im Rechenteil viel schneller durch. Also das hängt dann einfach auch individuell ab. Aber wir bemühen uns natürlich, dass Sie auch in der Lage sind, dann die Aufgaben im Rahmen des angesetzten Zeitplanes beantworten zu können. Ja, das wollte ich noch sagen, also zu diesen Übungen und den Prüfungen.
Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen zum Stoff übergehen. Bevor ich das mache, hier gibt es noch eine Frage, ob man alle drei Teile separat bestehen muss oder ob man ausgleichen kann. Da ist es so, das kann man ausgleichen. Ja, das gibt es. Gesamtprozentzahl, wie auch auf Use Case angegeben. Dann gibt es eine Frage bezüglich Taschenrechner. Das weiß ich gar nicht genau. Es ist angegeben ohne Hilfsmittel. Ich weiß nicht, ob das an der Uni Wien dann auch bedeutet, keine Taschenrechner. Das habe ich ja aus den vorhergehenden Jahren übernommen. Ich werde mich da noch erkundigen. Es gab von einem von Ihnen auch eine Frage, ob man, wenn man jetzt nicht so gut Deutsch spricht, ein Wörterbuch mitnehmen kann. Und das habe ich natürlich bejaht. Also ein Wörterbuch, aber da können die Assistenten natürlich reingucken, nicht, dass da geschummelt wird. Und natürlich wird bei jedwedem Versuch zu schummeln die Prüfung als nicht bestanden gewertet. Jemand hat geantwortet auf die Frage mit dem Taschenrechner, dass das schon in der Übung besprochen wurde und also es gibt keinen ohne Taschenrechner. Okay. Dann möchte ich jetzt unser Unterkapitel 3.3 mit den Poisson-Klammern gerne abschließen. Ja? Also. Wir hatten gesehen und letzte Woche besprochen, dass die Zeitabhängigkeit irgendeiner Observablen im Rahmen der klassischen Mechanik, also eine klassische Observable, also keine Gesetze der Quantenmechanik, keine Gesetze der Relativistik, so eine Observable, also wie sie auf den Längenmaßstäben von Metern oder Kilometern gelten sollte, so eine Variable kann geschrieben werden, diese Zeitabhängigkeit, als die Poisson-Klammer mit der entsprechenden Hamilton-Funktion. Und diese Hamilton-Funktion hängt natürlich von ihrem System ab, plus die explizite Zeitabhängigkeit, also wenn Sie irgendeine externe Störung haben oder sowas, Ihre Observablen. Das ist nochmal zur Rekapitulation über die Bedeutung dieser, das ist identisch mit DODT, über die Bedeutung dieser Poisson-Klammer und der Hamilton-Funktion, die also wirklich die Zukunft, die Bahnkurve ihrer Observablen, wenn Sie so wollen, bestimmt. Also durch die Bahnkurve mappt diese Hamilton-Funktion, also die Zeitabhängigkeit auf ihre Observable. Und wenn Sie so wollen, sie steuert diese implizite Zeitabhängigkeit. Ja. Also das ist einer der Punkte, einer der ersten Punkte, wo Sie eine schöne Antwort auf die Frage, was soll das? Ja, das ist ja eine der häufigsten Fragen, die einen vom Verständnis abhalten, dass man sich nicht sicher ist, was Sinn und Zweck des Ganzen ist. Also das ist eine der Sachen, die das motivieren und die begründen, warum die Poisson-Klammern so wichtig sind. Jetzt stellte sich des Weiteren darüber hinaus noch heraus, dass wenn Ihre Observable mit der Hamilton-Funktion kommutiert, Sie dann eine Erhaltungsgröße haben. Also O H
gleich 0. Dann folgt das O, Erhaltungsgröße ist. Und auch das ist natürlich eine wunderbar kompakte Darstellung, also sowas wie das Noether-Theorem, was ja recht mühsam irgendwie war. Das ist jetzt hier verallgemeinert, auch noch auf jedwede Observable, also die auf die Observablen in unserem Phasenraum. Und das ist natürlich auch sehr mächtig, aber darüber hinaus gilt noch, dass wenn auch noch eine andere Observable, ja, nennen wir die hier O1 und dann eine Observable 2, wenn die ebenfalls mit der Hamilton-Funktion kommutiert, dann ist sie natürlich auch eine Erhaltungsgröße und dann ist aber auch die Poisson-Klammer der beiden, Observablen hier auch eine Erhaltungsgröße. Könnte ich Sie da ganz kurz was fragen? Gerne. Weil da gibt es allgemein noch recht große Konfusion, auch bei mir. Was meinen Sie jetzt genau mit OH kommutiert? Auch das, was der Joao gerade gesagt hat, das verstehe ich auch jetzt nicht ganz. Kommutieren heißt, dass die Poisson-Klammer 0 ist. Also das ist eine Definition. Das nennen wir es. Also, okay. Also man nennt das, das hat keine genauere physikalische Bedeutung oder so, warum man das Kommutieren nennt, das nennt man einfach so. Nennt man so, genau, ja. Die physikalische Bedeutung steckt natürlich da drin, wenn Sie das, das ausschreiben, die Poisson-Klammer, dann sehen Sie da die physikalische Bedeutung. Also das haben wir ja gezeigt in den letzten Vorlesungen. Okay. Danke. Kein Problem. Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Wir hatten auch mehrmals dann auf die Quantenmechanik hingewiesen. Sie begegnen diese Art von Klammern in verschiedenen Bereichen der Physik. Wir hatten danach die Eigenschaften der Poisson-Klammern besprochen. Und auch, dass diese Eigenschaften von einer Art sind, dass man tatsächlich auch Mathematik damit treiben kann. Also es gibt eine eigene Algebra, die man da aufbauen kann. Und das ist auch ein Aspekt natürlich in dieser theoretischen Physikvorlesung, dass es ja durchaus so ist, dass die Physik auch die Mathematik inspiriert und informiert hat über quasi das, was nötig ist. Und da gab es interessante mathematische Entwicklungen mit Hilfe oder dank dieser physikalischen Beziehungen. Und das ist auch eben ein Bereich, wo Sie interessante Verknüpfungspunkte zwischen den verschiedenen Wissenschaften finden können. Darf ich noch eine Frage dazwischen stellen? Bitte. Kann ich jetzt dann über die Poisson-Klammern, kann ich dann noch überprüfen, ob eine Erhaltungsgröße eine andere Erhaltungsgröße voraussetzt? Schon, oder? Weil es gibt ja so Erhaltungsgrößen, die folgen direkt aus einer anderen Erhaltungsgröße, beziehungsweise würden dann keine Erhaltungsgröße mehr sein, wenn die erste keine mehr wäre. Das kann ich auch über die Poisson-Klammern überprüfen, oder? Ja, also Sie müssten mit der Zeitabhängigkeit der Poisson-Klammer zweier Observablen, wenn Sie wissen, die eine ist eine Erhaltungsgröße,
Dann können Sie so testen, ob die zweite auch eine Erhaltungsgröße ist. Aber wenn ich weiß, dass O1 und O2 Erhaltungsgrößen sind und ich testen will, ob O2 nur eine Erhaltungsgröße ist, weil sie aus O1 folgt, kann ich das dann auch überprüfen? Also Sie meinen, dass die nicht unabhängig sind, die beiden? Genau. Weiß nicht, das also war im kann sein, dass es kann sein, dass es trivial wird, aber sollte auch gehen, ja. Okay, woran würde ich das dann erkennen? Würde das dann auch Null ergeben? Oder wenn die dann abhängig wären, ja, würde... Müssen Sie mal ausrechnen, ja. Okay. Entschuldigung, ich hätte auch noch sehr schnell eine Frage. Ja. Wenn ich die oberste Form anschaue, also die observable absolut abgeleitet nach der Zeit, und ich möchte jetzt, dass das eine Haltungsgröße ist, dann muss das ja Null sein. Wenn ich jetzt die Gleichung umforme, dann komme ich aber drauf, dass die Passot-Klammer von der Observable mit H das gleiche ist wie die partielle Ableitung nach der Observable. Warum muss die Passot-Klammer dann 0 sein und nicht die partielle Ableitung vor der Observable? Also, also es ist für, wenn Ihre, ja, also das ist für Entschuldigung, also wir hatten das besprochen, aber also die explizite muss Null sein. Okay, danke schön. Vielen Dank für die Klarifizierung nochmal. Okay, wir hatten mit Hilfe dieser Eigenschaften, ja, also diese Eigenschaften beinhalteten zum einen, dass sie linear sind, dass sie hier eine Antisymmetrie haben, also ein Vorzeichenwechsel, wenn sie die Reihenfolge umtauschen, dass sie ein Nullelement haben. Es gibt so eine Produktregel oder auch Leibniz-Regel genannt. Also die hatten wir alle schon besprochen. Ja? Deswegen resümiere ich die hier nur kurz. Oder die Jacobi-Identität. Also mit Hilfe dieser Eigenschaften hatten wir dann noch darüber hinaus, also wenn Sie so wollen, ist das hier der erste Grund, warum Poisson-Klammern total cool sind. Das hier ist der zweite. Jetzt kommen wir zum dritten, dass es diese fundamentalen Poisson-Klammern gibt. Was ist das jetzt? Das hatten wir gezeigt mit Hilfe dieser Jacobi-Identität, mit deren Hilfe. Wir hatten das gezeigt durch Einsetzen einfach der kanonischen Variablen, dass sie für die kanonischen Variablen gilt, dass die Koordinaten, die generalisierten Koordinaten und die generalisierten Impulse, deren Poisson-Klammern sind Null und die Poisson-Klammern der generalisierten Koordinaten mit den Impulsen entsprechen den Kronecker-Delta. Ja. Und das bedeutet also, dass hier für diese konjugierten Variablen nur dann ist die Poisson-Klammer nicht gleich Null. Und wir hatten besprochen, dass aufgrund dieser Tatsache wir sogenannte kanonische Invarianten bilden können. Also wenn Sie jetzt hierüber überlegen, ja, also das sind ja unsere generalisierten, die fundamentalen Poisson-Klammern,
gelten für unsere generalisierten Koordinaten. Wir sind in der Mechanik von Hamilton, also im Phasenraum. Ja. Das heißt, der Raum von Q und P. Ja. Und jetzt erinnern Sie sich an das vorhergehende Unterkapitel, da haben wir ja die kanonischen Transformationen besprochen. Es stellt sich jetzt eben heraus, dass diese fundamentalen Poisson-Klammern benutzt werden können, um zu testen, ob sie eine kanonische Transformation gemacht haben. Also die können für kanonische Transformationen, also siehe Kapitel 3.2, herangezogen werden. Okay. Und das ist natürlich fantastisch. Wir haben uns ja im Kapitel 3.2 da gequält mit den Legendre-Transformationen von den diversen Lagrange-Funktionen in unterschiedlichen generalisierten Koordinaten und den entsprechenden Erzeugenden. Und jetzt kommen wir daher und können also mit diesen einfachen fundamentalen Poisson-Klammern das testen. Und da hatten wir eben am Freitag dann das Beispiel, also mit Beispiel, wo wir einfach nur für ein eindimensionales, für einen Freiheitsgrad für S gleich 1 die folgende Transformation diskutiert haben. Also einmal das neue große Q sollte gleich sein Q hoch A Cosinus von BP, wobei A und B einfach Parameter sind. Und ihr großes P sollte gleich sein Q hoch A Sinus BP. Und dann konnten wir mit Hilfe der Poisson-Gleichung also zeigen, dass diese Transformation ist kanonisch, wenn auch gilt, dass A gleich 1/2 und B gleich 2 ist. Okay. Die Poisson-Klammern hatten wir hergeleitet mit den Hamiltonschen Gleichungen. Und im Kapitel 3.2 hatten wir ja gesehen, dass die Hamiltonschen Gleichungen, das sind die Bewegungsgleichungen, die für kanonische Transformationen invariant sind. Analog zu den Euler-Lagrange-Gleichungen, die für Punkttransformationen invariant sind. Deswegen ist es offensichtlich, ja, also per Definitionen sollten Sie also beachten, Hamiltonsche Gleichungen ebenso kanonische Invarianten sind. Das ist eigentlich per Definitionen.
Dürfte ich da auch noch eine Frage einwerfen? Bitte, bitte. Funktionieren diese Sachen mit den Poisson-Klammern jetzt nur wirklich mit dem Hamilton-Formalismus oder kann ich das mit Lagrange genauso machen? Nein, das ist Hamilton. Geht ja. Nur im Hamilton, okay, danke. Das sind kanonische Transformationen. Wir haben ja, vielen Dank für die Frage, also sehr hilfreich, das zu klarifizieren. Die kanonische Transformation sind ja Koordinatentransformationen, die ihre generalisierten Orte und Momente als unabhängige Variablen begreifen. Das heißt, sie haben diesen Phasenraum P und Q. Und ihr P ist ja diese Ableitung der Lagrange-Funktion nach Q-Punkt. Ja. Das ist ihre neue Koordinate, ist jetzt P. Wenn Sie P benutzen, dann sind Sie bei Hamilton. Und wenn Sie Q-Punkt benutzen, sind Sie bei Lagrange. Okay? Das heißt, wenn Sie Lagrange treiben, haben Sie in dem Sinne keinen Phasenraum mit Koordinaten und Momenten. Da haben Sie Q und Q-Punkt. Und diese Transformation, die wir gemacht haben, die Legendre-Transformation hat uns ja zu Q und P gebracht. Ja? Und jetzt haben Sie quasi eine unabhängigere Variable. Also hier haben Sie bei Lagrange, also wir haben das auch besprochen, wenn Sie in Ihre Unterlagen zurückgehen, sollten Sie es sehen. Hier haben Sie für Ihre S-Freiheitsgrade, haben Sie also SQ-Variablen und Ihre Zeitabhängigkeiten. Und hier sagen wir, wir haben zwei S unabhängige Variablen. Ja. Also ist ein bisschen vom, diese Transformationen sind ja, ist ein bisschen wie eine Fourier-Transformation. Sie machen nichts Neues, sie wechseln einfach nur ihr Koordinatensystem, wenn Sie so wollen. Es gibt keine neuen Informationen hier, aber sie wechseln mathematisch die Perspektive. Und dann kann es eben sein, dass das Lösen Ihrer Differentialgleichung, Ihrer Bewegungsgleichung leichter wird. Also das ist eine treibende Motivation hinter all diesen Dingen, die wir hier besprechen. Okay. Wir werden auch gleich auf ein Beispiel stoßen, wo wir das machen werden. Okay. Das heißt, diese Poisson-Klammern sind wirklich etwas, was wir quasi ausschließlich in der Hamiltonschen Mechanik treiben können. Es sollte natürlich irgendwie möglich sein, das auch wieder zurückzumachen, dann in Legendre, in Lagrange, aber also das ist dann nicht mehr Inhalt der T1 hier. Okay. Was sich jetzt herausstellt, ist, dass diese fundamentalen Poisson-Klammern, ja, die wir für solche kanonischen Transformationen quasi als definierend begreifen, dass wir diese Poisson-Klammern nutzen können, um andere Poisson-Klammern zu reduzieren und zu vereinfachen. Ja. Also, nützlich. Mit Hilfe der Eigenschaften, also mit Hilfe der Eigenschaften und Poisson-Klammern kann man in der Regel immer jedwede Poisson-Klammer auf die fundamentalen Poisson-Klammern
reduzieren und vereinfachen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen schnell ein Beispiel. Beispiel, ein Freiheitsgrad, also S gleich 1. Wir betrachten die Poisson-Klammer zwischen irgendeinem Ort, nennen wir ihn jetzt X statt Q, und der kinetischen Energie. Okay, dann nehmen wir den Ort und setzen die Geschwindigkeiten zum Quadrat durch 2m als Impulse hingeschrieben ein. Und dieses 2m ist nur ein Faktor, also das war jetzt eine Eigenschaft der Poisson-Gleichung, der Poisson-Klammern, also das ist das gleiche wie x dx². Und jetzt können wir diese Leibniz-Regel anwenden. Also das ist das gleiche wie 1 durch 2m bx mal x bx plus x bx mal px. Okay. Und jetzt sehen Sie also diesen links, ein dubioser Ausdruck, ja, ist plötzlich dargestellt als Summe von zwei fundamentalen Poisson-Klammern, wo wir genau wissen, also das ist wie Q und P, also das hier ist hier, das ist ihr Delta, IJ, ja, wir haben ja nur einen Freiheitsgrad, also das ist 1 und das ist 1. Sie sammeln also zweimal hier ein Px ein und die 2 kürzt sich. Und hier steht also Px geteilt durch n. Jetzt müssen diese kanonischen Transformationen ja auch, jetzt müssen diese fundamentalen Poisson-Klammern ja auch für kanonische Transformationen gelten. Also da fundamentale Poisson-Klammern, kanonische Transformationen gewährleisten, muss gelten, dass für jedwede hohes x definiert als irgendeine invertierbare Funktion von klein x und bx und groß p definiert als irgendeine invertierbare Funktion von klein x und px. Es muss invertierbar sein. Dass diese neuen generalisierten konjugierten Variablen Ihnen eine Poisson-Klammer ermöglichen mit der kinetischen Energie, die genau die gleiche Form hat wie vor der Transformation. Ja? Und wir mussten hier explizit die Transformation gar nicht kennen. Ja? Also solange Sie davon ausgehen dürfen, dass die invertierbar ist, können Sie hier für die Poisson-Gleichung, sind diese Poisson-Klammern für andere Größen auch kanonisch invariant. Also zusammenfassend,
für alle kanonischen Transformationen sind alle Poisson-Klammern kanonische Invarianten. Das heißt, Sie können so nach einer Transformation wichtige Bedingungen, wichtige Gleichungen erhalten, die Ihnen es ermöglichen können, Ihr Bewegungsgleichungsproblem, die Lösung des Bewegungsgleichungsproblems zu erleichtern. In diesem Sinne formalisieren die Poisson-Klammern kompakt das physikalische Observablen nicht vom Koordinatensystem abhängig sind. Und das ist auch bekannt Eichfreiheit. Was also known as H freedom. Also dass die Eichfreiheit ihr Koordinatensystem frei zu wählen. Die Physik darf nicht davon abhängen. Okay, wir sind jetzt leider schon 20 nach 11. Lassen wir uns eine Pause von 20 nach 11 bis 11:30 machen. Hier gibt es noch eine Frage. Eine Observable ist alles, was ich messen könnte. Sind P und Q auch observabel? Ja, wenn Sie so wollen, also das sind ja die Koordinaten, die Sie haben. Also die hat Ihr System. Natürlich können und sollen Sie sie messen, aber das sind quasi der Input, ja. Und das Spannende ist eigentlich der Output. Ja. Aber jetzt gibt es eine Frage. Sehr wichtige Frage. Also vielen Dank, dass Sie die stellen. Die Observablen, die Frage ist folgendes. Die Observablen sind aber nur nicht vom Koordinatensystem abhängig, wenn man dazwischen kanonisch transformiert. Falsch. Die Observablen, die mathematische Form ja, dieser Observablen wird sich in der Regel ändern, wenn Sie da rumtransformieren. Denken Sie an das beschleunigte Bezugssystem. Ja, die Gleichungen für Ihre Observablen sahen ganz anders aus. Die Bewegungsgleichung im Rahmen der Hamiltonschen Mechanik, Ihre Hamiltonschen Gleichungen, die bleiben die gleichen für kanonische Transformationen. Und dadurch, dass Sie diese Garantie haben, können wir, also die Poisson-Klammern leiten sich ja von den Hamiltonschen Gleichungen her. Dadurch können wir quasi die Klammer als schnellen, bequemen Test nutzen, um sicherzustellen, dass eine gegebene Transformation immer noch kanonisch bleibt und dass insofern ihre Bewegungsgleichung gleich bleibt und insofern die Physik, also die Zeitentwicklung zum Beispiel ihrer Observablen, die gleich ist. Also Sie müssen ganz vorsichtig sein. Ja, das ist auch Teil des Bildungsauftrages an der Universität, dass Sie lernen müssen, sich ganz präzise auszudrücken. Selbst wenn man, das ist eben auch Sinn und Zweck so einer Vorlesung, dass Sie einen Professor mal sehen, der versucht, sich so präzise wie möglich auszudrücken. Und die Hoffnung ist natürlich, dass so ein Vorbild dann abfärbt. Natürlich ist das nur ein Versuch. Also niemand ist da perfekt.
Okay, ich habe jetzt ein Beispiel für Sie, das will ich noch kurz hinschreiben. Nein, es ist schon 20 nach 11. Also nach der Pause machen wir ein Beispiel, wo Sie sehen werden, wie diese kanonische, wie dieser Test mit der Poisson-Klammer uns ein, ermöglicht, ein Problem zu lösen. Ja? Also bitte kommen Sie doch um 11:30 wieder zurück. Dürfte ich dazwischen noch zwei Fragen stellen? Natürlich, gerne. Ja, die erste Frage war nur grundsätzlich Poisson-Klammern. Das ist schon ein hinreichendes Kriterium, oder? Das ist nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend. Ja. Ja, okay. Und das Zweite ist wieder ein bisschen ein Vorausblick, aber ich weiß nicht, inwieweit wir dazu noch kommen. Was ist jetzt genau der Zusammenhang zwischen der Wirkung und später der Eigenzeit? Weil ich habe ein bisschen weiter gelesen und im Relativistischen wird dann das Lagrangian irgendwie mit der zur Eigenzeit irgendwie. Und was ist da jetzt der Zusammenhang? Ja, also das würde ich auch gerne erst dann besprechen. Also da kommen wir auch noch dazu, ja. Weil ich war nicht sicher, ob sich das ausgeht. Ich hoffe, wir kommen dazu. Also ich kann es noch nicht versprechen. Okay, wenn nicht, frage ich es in der letzten Stunde noch einmal. Ja, danke. Okay, lassen Sie uns weitermachen. Ich hatte Ihnen ein Beispiel versprochen. Und dieses Beispiel soll wie folgt aussehen. Gegeben sei ein System. Ja? Das manifestiert sich in der Hamilton-Funktion. Und die soll dieser Gestalt sein, dass Sie hier ein Parameter A haben und das ist Ihre kinetische Energie und das ist Ihre potenzielle Energie, die also umgekehrt proportional ist zu der Ortskoordinate zum Quadrat. Und das bedeutet, dass es also konservativ ist und das wird Ihre gesamte Energie sein. Und wenn Sie das auftragen wollen, dann sehen Sie also für so etwas wie Q würde Ihre potenzielle Energie so abfallen. Das ist 1 durch Q Quadrat. Das habe ich jetzt nicht sehr schön gemalt. Das konvergiert das nicht. Aber ja, sagen wir, das sei der Achsenabschnitt sei nicht 0 für Ihre Q-Achse. Und hier ist jetzt ein Masseteilchen, das läuft hier herunter. Und so wie es potenzielle Energie verliert, so gewinnt es natürlich kinetische Energie. Also Ihr T muss so aussehen. Und die Summe der beiden ist eine Konstante. Okay, also das ist das System, ein Freiheitsgrad, Momentum, Impuls und Koordinate. Und jetzt wollen wir das Ganze einer Transformation unterwerfen. Ja? Also das sei gegeben. Sowohl als auch Q gleich E hoch groß Q und P gleich groß P durch klein Q. Und wenn Sie das kleine Q hier einsetzen, dann steht hier also groß P E hoch minus Q. Okay. Und jetzt wäre die
eine Frage, also wenn diese Transformation gegeben ist, müssen wir erstmal gucken, ob sie kanonisch ist. Und dafür müssen wir also gucken, ob ihr großes Q gleich ist dem großen B gleich 0. Das Einfache, also mit sich selber sind die Poisson-Klammern immer 0. Aber ist jetzt groß Q und P gleich 1. Und wenn wir die Gleichung hier invertieren, dann steht hier für groß Q der Logarithmus von klein Q und für groß P gleich Q mal P. Und damit ist die Poisson-Klammer einfach und das ist 1, pardon. 1 durch Q und das ist Q. Das hier wäre Q, aber das hier ist 0. Und damit bestätigen Sie also, dass es sich um eine kanonische Transformation handelt. Jetzt können wir diese Transformation nutzen, um in unsere Hamilton-Funktion die transformierten Variablen einzusetzen. Das heißt, ihr H ist also auch für mein kleines b, habe ich hier ein großes b e hoch minus q zum Quadrat durch 2m plus a durch 2e hoch q Quadrat. Und das ist das gleiche wie b Quadrat durch 2m. Also ich kann das e hoch minus q ausklammern. Und es sieht dann so aus. Und jetzt kann ich natürlich die Gleichung von Hamilton benutzen. Ja. Und da wissen wir, dass unser großes die Zeitabhängigkeit von unserem großen B also dem gleich sein muss. Und ich weiß, dass das gehen muss, weil es eine kanonische Transformation ist. Ja? Also deswegen gilt die Hamilton'sche Gleichung hier genauso. Und wenn ich jetzt die Ableitung hier ausrechne nach dem großen Q von dem Hamilton hier oben, dann erhalten Sie die 2 vom Exponenten plus a halbe minus 2q. Und wir wissen ja, dass das Ganze, also die Gesamtenergie hier, ist unser E. Ja? Also das ist also das gleiche wie 2e. Ja?
Und das bedeutet, wenn ich jetzt die Zeit integriere, dass ich hier als Lösung habe, b von t ist 2 mal e mal t plus irgendeine Konstante. Also damit habe ich meinen expliziten konjugierte Impuls als Funktion der Zeit. Und dann habe ich ja auch noch, wenn ich hier oben diese Gleichung nutze, dann kann ich ja sehen, dass meine, wenn ich nach E hoch Q auflöse mit der Energie, dann muss ich hier durch die Energie teilen und erhalte also diesen Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist ja genau mein Q. Okay. Und jetzt habe ich also Q hier als Funktion von dem großen Impuls. Und da kann ich jetzt wieder den Impuls einsetzen. Und Sie erhalten also Ihre zeitabhängige Bahnkurve als Wurzel aus der Lösung für den Impulsquadrat und diesen potenziellen Energieter. Okay. Also das zeigt Ihnen ein bisschen, wie Sie jetzt also vorgehen können. Ich habe Ihnen gleich eine richtige kanonische Transformation gegeben. Sie könnten zum Beispiel mit einem Hamiltonian konfrontiert werden und dann mehrere mögliche Transformationen. Und dann könnte die Frage lauten, lösen Sie die Bewegungsgleichung mit der dafür geeigneten Transformation. Eine von diesen mehreren Transformationen ist kanonisch. Und dann können Sie die Poisson-Klammer nutzen, um zu testen, auszuprobieren. Und dann sollte sich die Lösung erleichtern. Okay. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss dieses Kapitels zwei Bemerkungen machen. Und zwar... Entschuldigung, ich hätte eine kurze Frage noch. Ja, bitte. Müsste man das nicht noch quadrieren, das 2t plus c, also das p, das eingesetzt worden ist? In der letzten Formel, q von t ist gleich die Wurzel aus. Ja, dann hat man ja das p eingesetzt. Ja, natürlich. Okay, danke. Vielen Dank. Ganz wichtig, dass so keine Verwirrung entsteht. Ja. Okay. Also noch zwei Bemerkungen zum Abschluss. Und 3, 3. Ja. Die erste Bemerkung ist, dass man, wir werden das nicht im Detail herleiten, aber die erste Bemerkung ist, dass sich herausstellt, dass das Volumen vom Phasenraum auch eine kanonische Invariante ist.
Was heißt das? Also was Sie oft erhalten oder eine Größe, die Sie oft bestimmen wollen, sind Phasenraumintegrale, also für Phasenraumintegrale. Also das ist auch für Erwartungswerte zum Beispiel, können Sie dann über ein gewisses Volumen von Phasenraum, was Ihre Variablen besuchen werden im Rahmen eines Prozesses, den Sie studieren, also was Ihre Bahnkurve da abläuft und Orten und Impulsen durchläuft, ja, da passiert es eben oft, dass man darüber integrieren will. Also wenn Sie solche Größen haben, wo Sie über Ihre kanonischen Variablen EQ1 bis DQS, EP1 bis DPS, irgendeine Observable hier integrieren, dann gilt nach einer kanonischen Transformation, dass Sie ein anderes Integral haben, DQ1 bis DQS, DP1. Bis DPS. Und jetzt haben Sie Ihre transformierte Observable hier stehen. Und was hier noch dazu kommt, ist ein Faktor, wollen wir ihn D nennen, der zu diesem Differentialteil des Integrals beiträgt. Und das ist hier Ihr Phasenvolumen-Element. Und der Punkt ist, dass das hier das Gleiche sein muss wie das hier. Okay? Also dieses DV ist invariant im Hinblick auf eine kanonische Transformation. Und was ist jetzt dieses D? Das D wird auch so geschrieben als Abkürzung. Also Sie leiten hier ab und zwar das große Q1 bis PS nach den kleinen Q1 bis PS. Und dieses Objekt nennt sich auch funktional Determinante, auch bekannt als Jacobi. Determinante. Und dieses Objekt garantiert Ihnen quasi, dass Sie dieses Volumenelement als kanonische Invariante quasi erben. Und es ergibt sich wirklich aus einem Satz aus der Differential- und Integralrechnung mehrere veränderliche also möglicherweise ist Ihnen das schon begegnet. Es entspricht ganz einfach der Determinante, das ist so definiert als, dieses D ist so definiert als Determinante, wo die Matrixelemente alle möglichen Kombinationen an den entsprechenden partiellen Ableitungen
darstellen. QS, QS, QS. Okay. Das ist, ja genau, das ist die Jacobi-Determinante und das ist in der statistischen Mechanik, deswegen erwähne ich das, wichtig in statistischer Mechanik für den Satz von Liouville. Okay. Die statistische Mechanik, der Gründer des Ganzen, war natürlich Boltzmann. Haben Sie, hier ist noch ein Kommentar, hier ist eine Korrektur, ja, das stimmt. Die Determinante habe ich hier unten nicht P, sondern die letzte ist das P1 bis BS. Vielen Dank. In der statistischen Mechanik, wo der Gründer Boltzmann natürlich hier in Wien war, beschäftigen wir uns ja mit vielen, vielen Partikeln, also Ensembles von der Verteilungen von solchen Punkten, also Qs und Ps. Und da stellt sich jetzt eben heraus, dass der Satz von Liouville gilt und der lässt sich so schreiben, dass die Zeitentwicklung der Verteilung dieser Punkte folgt dem Ausdruck, und das verstehen Sie jetzt, das ist die Poisson-Klammer, das ist die Hamilton-Funktion und das ist die explizite Zeitableitung. Wobei ihr Rho, die entspricht der Q- und P-Verteilung aller Teilchen im Ensemble. Okay. Leider reicht auch hier für unsere Zeit nicht. Sie müssen also davon ausgehen, dass Sie das dann in Ihrem in der statistischen Mechanik, in der eigentlichen statistischen Mechanik-Vorlesung diskutieren werden. Dies ist auch wichtig, diese Funktionaldeterminante oder die Jacobi-Determinante. Für die Mechanik gemäß Hamilton-Jacobi. Auch die ist dann noch weiter fortgeschritten und wir werden die leider nicht in dieser Vorlesung abhandeln können. Jetzt gibt es noch einen Punkt. Unten links sollte es PS sein. Also jetzt haben Sie, Sie laufen. Genau, von der großen, ja, das stimmt, die große Variable ist, die erste ist Q1, die letzte ist PS und das kleine Q ist das erste. Genau, so sollte es stimmen jetzt. Entschuldigung. Die zweite Bemerkung, die ich noch machen möchte, ist die folgende. Und zwar können wir, also das ist eine Bemerkung zur symplektischen Struktur des Phasenraums. Ähm,
Und auch das betrifft kanonische Transformation. Also beide Bemerkungen handeln vom Phasenraum. Wir können mit den fundamentalen Poisson-Klammern können wir ja für alle kanonischen Transformationen im Grunde vermischen wir da die Impulse und die Orte. Und zwar dürfen wir das beliebig machen, solange die konjugierten Paare immer noch eins ergeben in der Poisson-Klammer. Und das bedeutet, ja, also diese wegen fundamentaler Poisson-Klammern werden Impulse und Orte beliebig vermischbar. Außer für konjugierte Paare. Und also ihre Intuition geht verloren. Ja. Also wenn ich wie oben im Beispiel schreibe, mein großes P ist Q mal P, ja, dann ist dieses große P ja nicht wirklich mehr ein Impuls. Ja. Aber es gibt etwas, was trotzdem gilt oder konserviert ist, und das ist die sogenannte symplektische Struktur. Es gibt aber symplektische Struktur. Und das können wir am besten so sehen, wenn wir einen allgemeinen Vektor hinschreiben, Eta, der bestehen soll aus allen unseren generalisierten Koordinaten, B1 bis BS. Dann ist die Zeitabhängigkeit von diesem Vektor einfach gegeben mit der Poisson-Klammer vom Hamiltonian, das heißt mit den Hamiltonschen Gleichen. Ja? Also das ist die mit Hilfe der Poisson-Klammer kompakt dargestellter Satz aller Hamiltonschen Gleichungen für S-Freiheitsgraden. Okay? Das ist einfach nur eine kompakte Darstellung. Jetzt können wir die allgemeine lineare Transformation betrachten. Also allgemeine lineare Transformation, wo sie ein neues Äther sich ausrechnen, indem sie irgendwie ihre Impulse und Momente hier vermischen. Okay. Und dieses M ist also jetzt eine 2S mal 2S Matrix, die irgendwas anstellen kann mit ihren Impulsen. Und ihren Moment, ihren Impulsen und ihren Orten. Es ist jetzt leider schon 12 Uhr. Wir sind hier nicht ganz durch die Bemerkung. Wir werden das am Freitag noch schnell abschließen. Das ist nur eine halbe Seite.
Das wird schnell gehen, aber ich möchte Ihnen jetzt danken für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Hätten Sie vielleicht noch eine Frage, Zeit für eine Frage zur Hamilton-Jacobi-Theorie? Sie wird aber leider nicht Teil dieser Vorlesung mehr sein. Also wir schaffen es nicht. Aber aber für Sie Interesse, denke ich, geht's. Fragen Sie. Fragen. Und zwar zum Hergang. Also bei der Hamilton-Jacobi-Theorie möchte ich jetzt schauen, dass ich meine Koordinaten so wähle, dass jedes Problem trivial wird. Das heißt, ich habe meine Form als h plus del f nach del t ist gleich 0 und ich suche dabei quasi mein f, oder? Ja. Dieses f möchte ich haben, weil das kann ich dann in die Hamilton'schen Gleichungen einsetzen quasi. Ja. Das heißt, jetzt bei dem einen Beispiel, das wir gegeben haben bei dem Übungsblatt, das für diese Woche war, kann man das ja dann auch machen, wo die Hamilton-Funktion angegeben war. Kann ich das vielleicht versuchen und Ihnen schicken und Sie sagen mir, ob ich das richtig gemacht habe oder ob das nicht ganz so war, wie es sein sollte? Also die Übungen sind wirklich von den Übungsleitern gemacht. Ich würde das eher mit denen besprechen. Also ich weiß jetzt gar nicht, auf welche Frage Sie sich konkret beziehen. Also ja, weil ich dachte dann einfach, dass ich meine Hamilton-Funktion eben als Energiefunktion quasi hernehmen kann, umformen kann, integrieren kann und mir dann aus der Funktion, die ich dann nach dem Integral rausbekomme, dann die Kanonen, also die neuen Koordinaten Q und P bekommen kann. Ja. Ja, also das sollte, im Prinzip sollte es funktionieren, aber ich würde es einfach mal ausprobieren und dann mit den Assistenten besprechen. Okay, vielen Dank. Bitte. Also schönen Tag. Ebenfalls danke, Wiedersehen.